Für Jens Kemper ist jeder Spaziergang mit seinem weißen Schäferhund Lucky eine physische und psychische Herausforderung. Einmal das Ziehen an der Leine und vor allem dann, wenn uns Hunde begegnen, dass er die natürlich alle anbellt. Genauso, wenn wir Kindern begegnen. Und das ist eigentlich das, was mich mehr stört. Bei Hunden ist das eigentlich nicht so schlimm. Bei Kindern, da gucken halt die Eltern immer dementsprechend böse. Und das ist dann kein Vergnügen. Verhaltensmuster, die viele Hundehalter nur zu gut kennen. Ohne Leine zeigt sich Lucky als verspielter dreijähriger Rüde. Angeleint verbellt er alles, was sich bewegt. Wenn die Kinder dann noch mit Roller oder sowas kommen, dann verschärft sich das Ganze noch. Alles, was sich dreht, laut ist, da fängt er dann völlig an auszuticken. Allein die Anwesenheit fremder Artgenossen provoziert das Tier. Komm jetzt. Wir waren schon in mehreren Hundeschulen, aber meistens halt solche, wo man einmal in der Woche hingeht. Und da hat der Hund genau gewusst, wann er in der Hundeschule ist und wann nicht. Ja, das heißt, er hat sich dort umgeschaut, aus dem Auto geschaut, ach, hier bin ich. Und dann hat er sich benommen. Wenn wir dann eine halbe Stunde später wieder daheim waren, dann hat er gedacht, jawohl, jetzt kann ich ja wieder. Lucky soll endlich die wichtigsten Befehle wie Sitz, Platz und Fuß befolgen. Jens Kemper weiß, dass auch er trainieren muss. Ich schätze mal, dass 70-80% etwa ich lernen muss. Und ja, ich schätze mal, so 20% müsste Lucky noch dazu lernen. Und Lucky bricht sicherlich eine Welt zusammen, weil er sich jetzt auf einmal, weil sich einiges für ihn ändern wird. Und zwar von meinem Verhalten ihm gegenüber. Wie ist die Lehre? Gut. Habt ihr eine gute Fahrt gehabt? Ja. Ja, gut, viele Baustellen. Hey, Junge. Schon bei der Begrüßung wird klar, dass Lucky nicht der einzige Problemfall in diesem Kurs ist. Nacheinander befragt Trainer Ostermeier die Teilnehmer nach den Gründen für ihre Anmeldung zum Seminar. Der Lucky ist wie alt? Wird jetzt 3 Jahre alt. Und du hast ihn schon als Welpen bekommen? Ja. Und deine Hauptprobleme oder deine Hauptwünsche mit ihm wären? Ziehen an der Leine, kein Bellen mehr bei Kindern und bei anderen Hunden. Ja, in der Regel ist es so, die Hunde haben ja verschiedene Prägephasen. Zwischen dem 5. und 7. Lebensmonat kommen die Hunde in die Geschlechtsreife. Und dann ist es oft so, dass dann der Hund sich doch vom Wesen her etwas verändert. Und dann bist du natürlich gefordert, als sein Chef, als sein Rudelführer, diese Dinge in die richtigen Bahnen zu lenken. Machst du das nicht, kriegst du Stress. Und ja, den habe ich. Ja. Aber nur an der Leine, deswegen läuft er meistens ohne. Am nächsten Morgen warten die Kursteilnehmer nervös auf die erste Trainingseinheit. Hunde der verschiedensten Rassen auf engstem Raum. Jaulen, Hecheln und Gebell sind kaum zu unterbinden. Aus. Der aktivste und lauteste Vierbeiner der Gruppe, die Entlebucher-Sennenhündin Cindy, dominiert ihr Frauchen Rosemarie Gerbeth komplett. Die Rollenverteilung ist so nicht korrekt. Erster Tagespunkt, den Trainer begrüßen und dann ein bisschen toben. Da kommt unser kleiner Böller. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja. Morgen. Ich würde auch sagen, du gehst zu Christina und dann machen wir so wie gestern Abend an lockere Leine eine große Runde und so weiter. Ne? Ja. Okay. Cindy, komm. Schon jetzt offenbaren sich ernste Probleme. So, schönen guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht. Ja, doch. Seid ihr fit und ausgeruht? Ja, kann man so sagen. Okay. Guten Morgen. Wo will denn der Hund mit seinem Märchen? Ja. Schwieriger als der Hund sind meist die Herrchen und Frauchen zu kontrollieren. Der Hund wird ja nur von seinen Triebanlagen geleitet und gelenkt. Und von seiner genetischen Veranlagung her, nicht? Was er also mit angewölft bekommen hat. Nicht? So, und der Hundehalter, der Rudelführer, der muss nachher diese genetischen Veranlagungen so leiten und lenken, dass der Hund umwelttechnisch keinen Stress hat, der Umwelt nicht zur Last fällt und natürlich innerhalb der Familie auch keinen Stress macht. Nicht? Und wenn er das kann, dann ist er ein guter Hundeführer. Also ist es weniger eine Hundeschule als mehr eine Menschenschule? Ist mehr eine Menschenschule, zu Anfang jedenfalls. Beides natürlich. Aber der Mensch muss ja erst mal lernen, wie man es macht.
Jens Kemper aus Stuttgart hat diesbezüglich Defizite. Sein weißer Schäferhund Lucky zieht beim Spaziergang nach wie vor heftig an der Leine. Nee, nicht? Wenn du den Oberkörper so nach vorne biegst, dann hast du eine ganz ungünstige Position, weil du aus dem Speer aus dem Gleichgewicht kommen kannst. Du musst immer so gehen, dass du so stehst, dass dein Oberkörper leicht nach hinten fällt. Dann kannst du den Schwung vom Hund, falls er das mal macht, gut abfangen. Du kannst ihm noch mal einen richtigen Input geben, ohne dass du dabei ins Stolpern kommst. Und der Hund vor allem merkt dann auch, er spürt deine Autorität und merkt auch, oh, es ist doch besser, ich gehe etwas langsamer. Ne? Okay. Ganz locker weg. So, das probierst mal. Jetzt sagst Lucky du langsam. Langsam. Schön und fein. Fein. Die Lösung geben, ne? Lucky, langsam. Aber auch loben fein. Dann, wenn er gut läuft, ne? Das gehört genauso dazu wie das Tadeln. Ne? So wie er jetzt läuft, wäre es optimal eben. Der Hund liefert lockere Leine. Nee, langsam. Als Rudelwesen sind Kaniden, so der lateinische Ausdruck für Hunde, gewohnt, sich dem stärksten Tier unterzuordnen oder die Führung zu übernehmen. Guck mal, Cindy dominiert seinen Frauen jetzt schon. Jetzt passiert hier irgendwas nicht, jetzt beißt sie wieder in die Leine. Und will, die will also nur bestimmen, also die wartet nicht ab, was Frauchen will oder möchte, sondern sie versucht jetzt, Frauchen zu manipulieren. Ja, im Prinzip, ja? Muss vernünftig gehen, vor allem die Ablenkung. Die Ablenkung ist das Schwierigste bei ihm. Wenn ich mit ihm ohne Ablenkung gehe, dann kann ich ihn auch ablegen, kann ihn sitzen lassen, kann weggehen und wieder zurückkommen. So wie sich irgendwo was bewegt, ist er weg. Das sind die Reaktionen dann. Nachmittags bringt Hundetrainer Ostermeier seinen Schützlingen weitere Grifftechniken bei. Sitz, Platz und die Unterbrechung eines Fehlverhaltens, immer gefolgt von seinem Mantra, Ruhe in den Hund bringen. Dann lernen die Schüler den Schnauzengriff, um Sichtkontakt zweier Hunde im Notfall zu vermeiden. Eine Übung mit Gefahrenpotenzial. Nur wenn du den Hund da mit den Zähnen auf die Lefse drückst, dann kann es sein, dass der Hund einen Schmerzreiz kriegt. Und dann lässt er sich nächstes Mal nicht mehr an die Schnauze fassen. Ja, dann fängt er sich sofort an zu quietschen. Dann fängt er nämlich an, nach dir zu schnappen und du kriegst keine Ruhe rein. Ne? Nein, mit der linken Hand auf den Widerriss drücken. Ach so, ja. So rum. Aus, stramm ziehen, aus. Wieder Ruhe reinbringen in den Hund. Ruhe reinbringen. Ach so, ja. So. Jetzt unterbrichst du den Sichtkontakt mit der linken Hand, also mit dem Schnauzengriff. Jawohl, sehr schön gemacht. Rechte Hand vorne vor die Brust mit der Leine. Linke Hand im Seitenbereich. Schön Ruhe rein. So, jetzt würde der Hund mich aber anknurren. Jetzt unterbrichst du mal Fehlverhalten. Spreiz die linke Hand so. Jetzt machst du wieder Griff in den Sitz erstmal schnell. Jawohl. Aus. Gib das mal auf. Aus. Hör mal. Na, stopp. Sitz. Ruhig. So legst du die linke Hand auf den Widerriss und ziehst rechts nach oben, das aus. Vorher ist das. Dann bringst du wieder Ruhe in den Hund rein. Ruhig, schön Ruhe. So ist ein braver Junge. Feiner Junge. Dann machen wir den Schnauzengriff. Einfach damit nicht, also nicht, vorher ist das, hör auf. Junge. Also nicht fest zudrücken, den Schnauzengriff, sondern nur drauflegen. Mhm. Nehm mit der linken. Jetzt war die linke. Nee, pass auf, jetzt warte mal. Jetzt tobst du mal kurz einmal mit dem Hund. Da hinten, okay. Dann kommst du hier gleich wieder her. Entspannen so ein bisschen, dann machen wir das nochmal. Aber richtig entspannen den Hund. Blutig auch ein bisschen. So. Trotz herber Kritik freut sich Reinhard Sander über erste Erfolge. Es entwickelt sich ja. Ich meine, ich konnte ja vorher, als ich auf dem Platz war mit ihm, nicht mehr über den Platz gehen. Da war ja nur Theater. Ich musste ja extra gehen und konnte gar nicht so mitgehen. Das ist ja jetzt schon wesentlich besser. Nach anderthalb Tagen. Auch Jens Kemper hat bereits am ersten Tag viel gelernt. Ja, die Sachen haben vom Umsetzen her halt relativ schnell geklappt. Gerade die Grifftechniken, wo er uns gezeigt hat, und auch das an der Leine ziehen und sowas, da waren halt auch schon die ersten Erfolgserlebnisse da. Und eine überlegte Sitzordnung verhindert, dass sich Rivalen wie Christo und Lucky fixieren. Aber auch die Halter scheinen ihre Tiere inzwischen besser kontrollieren zu können. Die vergangenen Tage haben die Bindung der Hunde zu den Menschen gestärkt. Er kommt jetzt selbstständig und fordert dann auch teilweise das Lob. Gestern habe ich mit dem Handy telefoniert und habe gar nicht gemerkt, dass er neben mir Fuß läuft. Eigentlich hätte er frei laufen dürfen. Und dann ist er Fuß gelaufen und irgendwann hat er mich an der Hand angestupst und wollte halt dann sein Lob dafür. Und ja, er kommt jetzt auch selbstständig her, lässt sich streicheln und sowas, wesentlich mehr wie vorher.
Also ich habe eigentlich gedacht, die Bindung wird schlechter, aber sie wird eher intensiver. Selbst Rosemarie Gerbeth ist voller Hoffnung für sich und Cindy. Sie war ja die Dominierende. Ich habe ja zu spuren gehabt. Und heute Morgen, ich denke, ich gucke da hin, die legt sich hin, lässt sich am Bauch streicheln. Die hat sich nie in ihrem ganzen Leben auf den Rücken gelegt, dass ich sie streicheln kann. Das ist ja ein Dominanz, also das ist ein Unterwürfigkeitsverhalten. Und die Dominanz hat das nicht zugelassen. Ich muss ihr also von der Dominanz, die sie hat, Stückchen für Stückchen zurückgewinnen für mich. Das kann nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich habe schon ein ganz schönes Stück. Stimmt das? Habe ich ein Stück in der Hand? Ja. Reinhard Sander betrachtet seinen Fortschritt eher realistisch. Wenn ich dann irgendwo die Phase habe, wo ich nicht mehr ständig auf ihn aufpassen muss. Also immer das so, wie in der Gaststätte, jetzt immer die Hand an der Leine haben muss, dass er Platz macht. Wenn ich das habe, er ist ja sehr agil, wenn ich da durch bin, dann habe ich einigermaßen, denke ich, dass ich so weit bin. Dass ich mit Messer und Gabel essen kann.